Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du in Darksiders 3 reinfindest. Denn am Anfang ist es wirklich nicht ohne, es ist ziemlich komplex oder besser gesagt, man versteht halt vieles nicht. Und wenn man alles kapiert, dann wird es deutlich einfacher und ja, angenehmer zu spielen. Also als erstes können wir ins Menü hier reingehen. Das ist das Touchpad beim PlayStation-Controller. Wie das beim Xbox ist, weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall musst du mal ins Menü reingehen, dann erkläre ich dir mal ein paar Sachen. Auf der linken Seite, also hier, wo ich mich befinde, wo ich mich hier bewege, Gesundheit, Stärke, Magie, hier kannst du deine Attribute aufbessern. Und die haben verschiedene Auswirkungen. Gesundheit ist ganz klar, das heißt, du bekommst dann einfach mehr Gesundheit, also es passt mehr Gesundheit rein. Stärke, sind die normalen Zustände, also nicht die Zustände, sondern die normalen Schläge. Und Magieschaden wirkt sich dann auf Wut und also diese Zornangriffe, Chaosgestalt, aufgeladene Angriffe und Ausweichkonter. So, das erkläre ich dir jetzt gleich mal ein bisschen expliziter. Ja, also aufgeladene Angriffe, das ist zum Beispiel, wenn du Dreieck hältst, ja, zack, das ist ein aufgeladener. Ausweichangriffe ist, wenn du dashst und dann perfekt wegdashst, dann kannst du in Zeitlupe zuschlagen. Dann Chaosgestalt, das ist das oben links, dieses gekringelte, das wie so eine Nussschnecke ausschaut. Und der Zorn, besser gesagt, das ist das untere, also dieses orange, der orange Balken. Den aktivierst du mit L1 und R1. Ja? Chaosgestalt aktivierst du mit L1 und R2. So, wie gradet man jetzt diese Punkte auf? Wie macht man das? Das ist ganz einfach. Du gehst hier zum Vulgrim, egal wo er ist, also egal zu welchem, gehst hier auf Seelen füttern und fütterst ihm die Seelen auf Dreieck. Das wird natürlich dann immer teurer, je weiter du kommst. Und dann, immer wenn du 1 aufgelevelt hast, bekommst du hier so einen Merkmalspunkt. Du siehst, ich habe 0. Und dann kannst du hier investieren. So, gehen wir weiter. Hier oben, also diese 4 Teilchen hier, das sind deine verschiedenen Gestalten. Das heißt, am Anfang hast du erstmal überhaupt gar nichts. Dann kriegst du die erste, die zweite, die dritte, die vierte. Okay? Die kannst du in unterschiedlichen Reihenfolgen bekommen. Zum Beispiel, ich habe zuerst diese Gestalt bekommen, dann habe ich diese Gestalt bekommen. Ja, du kannst aber auch zuerst diese bekommen, je nachdem, wie du spielst, wohin du gehst. So, hier wichtig, ich habe am Anfang nicht verstanden, wie man sie wechselt. Man wechselt sie ganz einfach. Wenn du L1 hältst, ja, und du drückst zum Beispiel X, dann hast du die Gestalt. Wenn du Kreis drückst, hast du die nächste. Wenn du Dreieck drückst, die nächste, Quadrat. Die Stase zum Beispiel hier, ja. Also die sind immer fest, ja. Ich habe jetzt gesagt, die nächste, nein, nicht die nächste, sondern die sind immer fest vorprogrammiert sozusagen auf den jeweiligen Knopf. So, was haben wir noch Wichtiges? Ich will dir hier nichts Krasses spoilern, sondern ich zeige dir wirklich nur die Grundlagen. Deswegen die anderen Gegenstände zeige ich dir mal erstmal nicht. Also ich zeige sie dir überhaupt nicht. Dann haben wir hier verschiedene Waffen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf R2 drücke, das ist ja oben bei Inventar. Dann komme ich hier auf meine Waffen und hier gibt es einiges zu beachten. Okay, ich werde jetzt die Waffen nicht alle explizit zeigen. Ich werde dir übrigens in diesem Tutorial wirklich alles erklären, auch zum Beispiel das Schmieden. Das ist sehr, sehr wichtig. So, was können wir hier machen? Hier können wir Verbesserungen reintun. Was sind Verbesserungen? Das sind im Endeffekt Runen, so wie bei Diablo zum Beispiel. Okay. Hör mir genau zu, das ist ein bisschen kompliziert, aber wenn du genau zuhörst, dann wirst du alles verstehen. Also du drückst hier im Endeffekt einfach, unten links steht der Verbesserung ausrüsten und dann kannst du hier diese ganzen Runen reintun. Und diese Runen, die musst du erstmal finden und manche kannst du bei Vulgrim kaufen. Die kannst du ausrüsten auch. Und die haben hier verschiedene Fähigkeiten. Siehst du zum Beispiel 9% physischer Schaden und Magieschaden mit dieser Waffe und dann plus zum Beispiel 5% Gesundheit. Die haben immer 2 Werte. Ja, und diese Verbesserungen, also diese Runen, kannst du auch nochmal upgraden. So, wenn du dich für eine entschieden hast, drückst du einfach X, sockeln, ja, also du hältst es, zack, dann tut das rein und dann kannst du es immer wieder raus tun. Also das ist nicht so wie bei Diablo 2 gewesen, sondern du kannst sie einfach ohne Probleme einfach raus tun und rein tun. Sehr, sehr wichtig, wirklich sehr viele krasse Buffs und ja, also das ist die erste Möglichkeit. So, damit ich dich nicht verwirre, werde ich dir auch gleich mal zeigen, wie du diese Verbesserungen upgradest. Also beim Schmied. Das ist hier der Ultan, der Schmied, den findest du ziemlich früh im Spiel. Dann gehst du zu ihm, drückst Kreis und dann siehst du hier auch schon Verbesserungen verstärken.
So, jetzt pass genau auf, das ist viel simpler, wie man denkt. Am Anfang habe ich es überhaupt nicht verstanden. Hier hast du deine Runen, okay? Du siehst ja auch, manche sind schon abgegradet. So, was können wir jetzt machen? Hör genau zu, wirklich ganz genau, dann wird das sehr simpel sein. So, wir drücken hier einfach nach rechts. Und jetzt musst du verstehen, dass am Anfang, wenn wir die Rune neu haben, können wir uns entscheiden, zum Beispiel diese hier ist neu, ja? Können wir entscheiden, gehen wir den unteren Weg oder gehen wir den oberen Weg? Okay? Wir können entweder den unteren Weg gehen oder wir können den oberen Weg gehen. Zwei Wege, ganz einfach. Der obere Weg, der benutzt immer Engelsartefakte. Du siehst es da unten rechts, ungefähr so in der Mitte. Da steht Engelsartefakt. Da brauchen wir zwei Stück. Wir haben fünf. Und dann braucht man noch sprunghaftes Chaos dafür. Wenn wir den unteren Weg gehen, dann brauchen wir nicht Engelsartefakt, sondern Dämonenartefakt. Also im Endeffekt immer zwei Wege. Und du siehst, der obere Weg beeinflusst den oberen Wert. Ja, da geht es dann auf 2% hoch. Der untere Weg beeinflusst den unteren, also das untere Parameter, die untere Fähigkeit oder besser gesagt den Buff. Und wenn wir dann hier am Ende ankommen, dann gibt es nochmal einen Buff auf alles beide. Aber natürlich trotzdem, je nachdem welchen du wählst, es hat natürlich Auswirkungen. Ja? Also es bringt jetzt nichts, ich komme hier an und dann habe ich dasselbe. Nein, du hast nicht dasselbe. Du wirst entweder hier einfach deutlich mehr haben oben, oder du wirst deutlich mehr unten haben, also von den Prozenten, also von den Buffs. So einfach funktioniert das. So, jetzt ganz genau aufpassen. Dämonenartefakte und die Engelsartefakte, die kannst du im Spiel finden. Ja, die findest du eigentlich schon relativ oft später dann. Und du kannst sie auch bei Vulgrim kaufen, das zeige ich dir jetzt auch mal. Beachte aber, dass man sie, glaube ich, nicht zu Beginn kaufen kann. Okay? Also guck mal, zeig mir deine Waren und dann drückst du einfach R1 und da siehst du Engelsartefakt. Kostet 2000 Seelen, das ist immer so. Und Dämonenartefakt kostet auch 2000 Seelen. So, jetzt nochmal ganz wichtig. Jetzt gehen wir ins Schmieden selbst. Also das heißt, das waren jetzt die Verbesserungen, die Runen. Jetzt gehen wir ins Schmieden selbst. Also wie verbessere ich die Waffe selbst? Okay, nicht die Effekte der Rune, sondern die Waffe selbst. So, ich guck mal kurz, genau. Also, wie geht das? Das geht mit diesen Diamant-Spat-Splittern erst einmal. Das ist genauso wie bei Dark Souls. Da gab es ja solche Steine, ich habe vergessen, wie die heißen, habe schon länger nicht mehr gespielt. Da gab es immer so kleine Splitter zuerst, dann gab es die größeren, dann die Brocken und so weiter. Das ist hier genau dasselbe Prinzip. Und hier wichtig, am Anfang kannst du bei Vulgrim nur die Diamant-Spat-Splitter kaufen. Also das ist die erste Version. Später, wenn du weiter bist, zum Beispiel, ich habe hier alles komplett schon durchgespielt, kannst du auch zum Beispiel diese Fragmente kaufen, dann die Stücke und die Brocken kannst du leider nicht kaufen, die musst du anscheinend finden. Also ich habe bis jetzt, wie gesagt, hier keine Möglichkeit, diese zu kaufen. Aber wenn du farmst, wenn du grindest, kannst du hier schon mal richtig krass deine Waffen upgraden. Also merkt ihr, einfach Diamant-Spat, okay? Diamant-Spat-Splitter, Diamant-Spat-Fragment, Diamant-Spat-Stück und dann am Ende der Brocken. So, ich zeig dir das mal, wie das funktioniert. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr gut gelöst hier in diesem Spiel. Es gefällt mir sehr gut, aber am Anfang war es trotzdem ein bisschen verwirrend für mich. Deswegen hier das Tutorial für dich. Also, wir hatten hier die Verbesserung verstärken. Hier gehen wir aber jetzt auf Waffe aufrüsten. So, einfach drauf. Und du siehst, zum Beispiel, hier bin ich, sagen wir mal, zum Beispiel Level 3, ja, mit der Waffe. Da bin ich noch bei Fragment. Hier bin ich schon bei Stück. Und das siehst du, das wird da angezeigt. 2 von 2. Ich könnte es jetzt zum Beispiel aufrüsten. Hier Stück. Ja, hier habe ich Fragment, hier Stück, Fragment und hier bin ich schon fast auf Level 10, da brauche ich einen Diamantspat Brocken, um auf 10 zu kommen, da kriegt man auch dann einen Erfolg. Diesen Brocken musst du finden. So, und so rüstet man das nach und nach auf und das Geile ist hier, du musst dem Schmied keine Seelen geben. Also du musst ihm wirklich nichts bezahlen, du musst nur diese Diamantspatzstücke, Splitter und Fragmente einfach finden oder bei Vulgrim kaufen. Und du findest wirklich sehr viele. Ich habe kein einziges, nee, ich habe ein paar kleine Stücke, kleine Splitter gekauft damals, aber ansonsten findest du eigentlich alles sehr gut im Spiel, wenn du aufmerksam bist.
So, dann gehen wir weiter. Es gibt noch einige Sachen. Und wenn du dir wirklich hier die Zeit nimmst und gut aufpasst, ich sag's dir, du wirst deutlich, deutlich leichter durchs Spiel kommen, weil ich hatte es am Anfang ein bisschen schwerer, weil ich mir nicht die Zeit genommen habe, mich reinzufuchsen. So, gehen wir mal nochmal die Sachen durch. Wenn wir hier jetzt dann sind auf R2, können wir jetzt R1 drücken und uns innerhalb dieses, links siehst du ja dieses Register da, ja, da kannst du dich nochmal bewegen. Hier brauchen wir im Endeffekt das hier. Nee, nicht die Bestandteile, sondern das hier. Ja, Kristalle. Nee, warte mal, wo war das? Genau, bei Kristalle war das hier. Ja. Da habe ich leider nichts drin. Hier kannst du Lurcher zerdrücken. Da gibt es so verschiedene, so blaue Lurcher. Ja, ich habe sie jetzt leider alle zerdrückt. Im Endeffekt ist es genau dasselbe wie bei Dark Souls. Bei Dark Souls kannst du so Seelen zerdrücken, ja. Das ist einfach deswegen dazu da, damit du die Seelen nicht verlierst. Im Endeffekt zerdrückt man sie dann, wenn man im Lager ist, wenn man bei Wulgrim ist und ja, nicht davon ausgehen muss, dass man seine Seelen verliert. Ja, also das heißt, du kriegst die Seelen nicht nur im Kampf, sondern durch gewisse Lurcher. Da gibt es auch verschiedene Gefäße. Also manche beinhalten nur zum Beispiel 100 Seelen. Dann gibt es aber auch welche, die beinhalten sogar 10.000 Seelen. Ja, und das hast du auch noch. So, dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir hier nochmal, wenn wir komplett nach rechts gehen, auch noch die Kombos. Also hier ist eine Komboliste. Erstmal hier zum Beispiel von der Peitsche. Wenn du dann R1 drückst, dann springst du zu der nächsten Waffe. Ja? Also du hast dann von jeder Waffe hast du deine Kombos. Das würde ich dir wirklich raten anzugucken und auszuprobieren. Meine Lieblingskombo mit der Peitsche zum Beispiel, nicht Peitsche, sondern Peitsche, ist zum Beispiel Quadrat, Quadrat, Verzögerung. Ja, Quadrat, Quadrat, Verzögerung und dann nochmal, ja, auf Quadrat. So, dann zieht sie einen ran. Zack, und dann kannst du so einen Schlag machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe mich jetzt vertan, übrigens dreimal Quadrat. Also drei, zack, zack, zack. Ja. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr gute Kombo. Also teste das einfach mal aus. Okay, so, was gibt es noch zu sagen? Genau, das haben wir jetzt alles besprochen. Jetzt nur noch die letzte Sache. So, jetzt guck mal bitte da nach unten links. Da hast du so Gegenstände wie bei Dark Souls, die du umschalten kannst, okay? Also Erholung der Nephilim, das ist im Endeffekt deine reguläre Erholung, die du immer wieder aufgefüllt bekommst, wenn du zum Beispiel stirbst. Dann erscheinst du wieder bei Wulgrim, also nicht nur hier, sondern auch bei anderen Stellen, und dann ist diese wieder aufgeladen. Dann hast du aber auch hier so kleine Heilungsfragmente oder zum Beispiel Heilungsfragment normal. Diese findest du im Spiel. Immer wieder, die liegen überall. Ja. Ich habe zum Beispiel fast keine benutzt, deswegen habe ich immer noch so viele, obwohl ich das Spiel durchgezockt habe. Dann hast du hier noch andere. Hier ist zum Beispiel großes Heilungsfragment, aber diese sind, wie gesagt, einmalig. Ich sag's nochmal. Das hier lädt sich immer wieder auf, Erholung der Nephilim. Und diese Splitter, die sind einmalig, okay? Und dann hast du hier auch zum Beispiel Stärkefragment, Stärkungsfragment, Zornfragment, Chaosfragment und was ist das? Raserei-Fragment. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Dornenfragment. Also das sind so Buffs, ja, einmalige für eine gewisse Zeit. Ich muss sagen, ich habe es ohne die Buffs durchgespielt, aber du kannst dir davon natürlich helfen lassen, ja, von diesen Status-Upgrades sozusagen für eine gewisse Zeit. Was aber wichtig ist, ich habe es auch nicht benutzt, aber das ist wirklich gut, nämlich das hier, unvergängliches Fragment. Ich habe jetzt drei hier gefunden, ich habe sie nie gekauft, ich habe sie einfach gefunden im Spiel. Und diese geben dir einfach nochmal ein Leben, wenn du stirbst. Also vielleicht hast du Zelda gespielt, da gibt es ja Feen. Immer wenn du stirbst, weckt dich die Fee auf. Du hast dann zwar nicht das gesamte Leben, aber das ist sozusagen nochmal, ja, so eine zweite Chance. Auch dieses unvergängliche Fragment kannst du bei Wulgrim kaufen. Ich zeig dir das mal. Also hier, ja, kannst du ganz unten das kaufen für 2000. Wenn du es brauchst und dann nicht so gut bist, kannst du es dir gerne kaufen. Das ist eine gute Versicherung. So, dann, was ist noch wichtig? Du kannst die Sachen auch noch bei ihm verkaufen, aber ich finde, das lohnt sich jetzt nicht. Also du siehst, das wäre jetzt nicht besonders viel Geld, wenn ich das Zeug verkaufen würde. Aber die Möglichkeit hast du natürlich auch. Dann hast du hier Schlangenlöcher. Das ist im Endeffekt, das ist wie bei Diablo. Ja, das sind im Endeffekt Teleporter. Hier kleiner Tipp, beachte eine Sache. Nicht jeder Wulgrim, ja, nicht jeder,
den du findest, also so ein Teleporter hier, so eine Art Teleporter, so ein Podest, nicht jeder Vulgrim ist ein Schlangenloch. Okay, bitte das beachten, weil das habe ich am Anfang nicht kapiert und dachte, oh, jetzt reise ich mal hier zurück zu der Schmiede und dann reise ich wieder zurück da, wo ich aufgehört habe. Nein, 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 nicht jeder Vulgrim ist ein Teleporter. Also nicht jeder Vulgrim ist ein Schlangenloch. Ja, ansonsten, was kann ich dir für Tipps geben? Das war wirklich das, was man verstehen muss. Mehr musst du da nicht wissen. Und ansonsten, was so die Bosse angeht, du musst sie einfach halt ein bisschen üben. Ja, also ein bisschen, sag mal, analysieren erst einmal, wie sie sich bewegen. Was haben sie für Muster? Welches Verhalten? Und ganz wichtig, also das ist das Wichtigste im ganzen Spiel, du musst halt wirklich ordentlich dashen können. Ja. Genau, hier noch letzter wichtiger Tipp, das ist auch noch wichtig. Es ist ja von Haus aus so, dass man L2 drücken kann, du siehst es, und dann visiere ich einen Gegner an, zum Beispiel. Ja? Und wenn ich jetzt dashe, siehst du, dass sie sehr langsam ist. Das ist richtig scheiße, sowas. Oder so, siehst du, wie sie wegdasht. Ja? Oft treffen dich dann die Gegner mit ihren Kombos, weil du auch in ihrem Radius bleibst. Ich persönlich habe fast gegen jeden Gegner und fast gegen jeden Endgegner ohne Visierung gespielt, weil, guck mal, wenn ich so zur Seite dash, dann dash ich so. Und ich auch zurück, ja, dash ich so. Wenn ich ihn anvisiere, dash ich so zurück. Das ist deutlich langsamer. Guck mal, was ist das hier, ja. Und wie gesagt, wenn du ihn anvisierst, bleibst du in seinem Radius. Das ist richtig scheiße. Wenn du ihn nicht anvisierst, kannst du auch zum Beispiel hinter ihn dashen. Ganz easy, so zack, zack. Du kannst dashen, wie du willst. Deswegen rate ich dir, bitte benutze nicht ständig L2 zur Visierung, sonst wirst du gegen manche Gegner wirklich Probleme bekommen. Wenn die Gegner groß sind, also Endgegner, die sehr groß sind, dann lohnt es sich oft, sie wirklich anzuvisieren, aber auch nicht bei jedem. Muss man einfach mal ausprobieren. Ich habe in der Regel, sagen wir mal, 95% ohne Anvisieren gespielt und das war wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, und zu guter Letzt, auf diesem Kanal werde ich Analysen der Bosse geben. Also da sind auch schon jetzt Videos rausgekommen und zwar auf apokalyptisch. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte das jetzt wirklich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad durchzocken und ich möchte alle kleinen Tricks wissen, wie man so die Bosse am leichtesten tötet, weil es gibt auch so kleine Noob-Tricks, dann schau dir das Ganze an. Das habe ich bei dir in die Videobeschreibung reingepackt und auch eine Playlist gibt es dazu. Eine separate Playlist auf unserem Kanal. Schau dich einfach um, da gibt es wirklich alles. Außerdem wird es alle Videos zu den Erfolgen geben. Das heißt, du kannst ganz einfach 100% volle Gamerscore oder alle Trophäen erreichen. Ich sage dir gleich meine Einschätzung vom Spiel. Es ist so, dass die Trophäen relativ leicht zu erreichen sind. Also ich denke mal, wenn du wirklich geübt bist, wenn du ein sehr guter Zocker bist, wenn du zum Beispiel schon mal Dark Souls gespielt hast oder andere Spiele, dann wirst du ungefähr in drei Tagen ungefähr alle Erfolge erreichen können. Es ist wirklich nicht schwer. Um das den ersten Run zu machen, habe ich 12,5 Stunden gebraucht, ja. Und der zweite Run ist deutlich leichter, weil dann schaust du die Sequenzen nicht mehr an, du bist viel erfahrener und so weiter. Also kannst sehr, sehr schnell hier alles auf 1000G machen und auch die Platin-Trophäe, also je nachdem, wo du natürlich zockst. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst, denn dann ist es deutlich leichter für dich weiterzukommen. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen und das Ganze angenehmer gestalten, weil ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen verwirrt bei gewissen Sachen, weil ich sie nicht komplett durchblickt habe. Also, viel Erfolg und hau rein!